damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pokémon Gold Together. Und anscheinend hat es der Prime Gamer in einem Kampf niedergelassen. Aber in Ordnung, ging das hin. Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Interessant. Hast du die sonst nicht? Das ist sehr deprimierend. Hallo Detlef, mit Glatze. Ein Knofenser. Warte mal, nur mal eben just for fun. Okay, Level 8. Ich glaube, der Fireball, der gute, der entwickelt sich, glaube ich, auf Level 14. Ich glaube wohl. 14 und dann 36? Bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall nur ein Level. Und dann würde ich sagen, entwickeln wir ihn erstmal. Und gucken dann nach unserem Ikarus. Der gibt hier ganz gute P. Oh, ich spuck grad vor. Egal, ich wollte ihn eigentlich vorlesen. Er hat es verdient, vorgelesen zu werden. Aber in Ordnung, dann machen wir es halt nicht. Bam, 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 bam. Ein Knofenser. Wie sollte doch was anderes sein? Die Hackfresse greift an. Bam, 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 bam. So. Heute bin ich etwas motivierter als sonst. Man merkt es vielleicht. Ich wollte ihn vorlesen, verdammte Axt. Ich will sehen, wie sehr du deinem Pokémon vertraust. So, ich habe vorgelesen. Hallo Glatzkopf, Ingolf. Zufällig verwandt mit dem Ingolf Lüff? Aus der Wochenschau? Ja, warte, das war wer anders. 7 Tage, 7 Köpfe? Naja, wie auch immer. So. Ein Huthut! Ich möchte den Huthut aber nicht aufsetzen. Huthut? Bist du zufällig verwandt mit einem Dipsy? Von Teletubbies? Hut, 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 Hut! Entschuldigung. Und da sollte er sich gleich entwickeln. Sehr gut. Ja, du vertraust ihnen wirklich. Hey, Fireboy entwickelt sich. Bam, 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 bam. Glückwunsch, Fireboy wurde zu Igelava. Nicht zu wechseln mit einem Lover. Entschuldigung. Bam, 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 bam. B. Ich hab vergessen, wo auf meinem Gamepad. Hallo Ranz! Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist viel zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Er behauptet, ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Das muss auch geklärt werden. Ich würde nie gegen so ein... Fluchtseil! Schön, dass du gekommen bist. Der Knofensertum ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon dürfen ihre Freundschaft um gemeinsam... Ich kann um diese Uhrzeit nicht mehr lesen. Mann, ey. Marek! Zufällig verwandt mit so einem Yu-Gi-Oh-Typen? Just saying. Oder hieß ja anders. Ich weiß es nicht. Komm, wir canceln ihn mal richtig hart. Wir resisten ihn sowieso. Spezialangriff. Wir resisten ihn sowieso. Also, von daher kann man ihn mal richtig canceln.
Komm. Alter, deine Attacken, die gehen einfach immer noch. Du bist auf Genauigkeit gerade minus 4, Alter. Da kannst du deinen Spezialangriff... So, jetzt bist du auf minus 5. Da kannst du deinen Spezialangriff so hoch boosten, wie du willst. So, ich tackle dich jetzt. Puste dich da hoch. Bringt dir sowieso nichts mehr. Du triffst einfach nicht mehr. Richtiger Cancer. So. Level 9. Was haben wir denn hier eigentlich? Angriff 14, Verteidigung 14, Spezialangriff 14, Spezialangriff Verteidigung 14, Init 18. Ist das neutrales Wesen? Also wäre das ein neutrales Wesen? Ich glaube wohl, oder? Hut, Hut! Nein, ich möchte nicht wechseln. Wir resisten dich zwar nicht, aber ich möchte dich genauso campen. So. Nochmal. Ich hoffe, wir haben einen Trank. Ich hoffe, er crittet nicht. Alter, du bist auf minus 3 und triffst. Ich muss einen Trank benutzen. BTH, 83 Meisterbälle? Was geht mit dem Itemmenü? Ich kann gar keine Tränke benutzen. Mein Itemmenü ist einfach für den Arsch. Entschuldigung, aber... Hä? Was geht? Ich kann doch nicht mal mehr meinen Motor drücken. Ja, das ist jetzt belastend, ne? Tja, dann muss ich wohl auswechseln. Tja. Keine Ahnung, muss ich wohl wechseln. Ah, jetzt geht der Tacker daneben. Aha. So. Das geht auch daneben. Wie soll das denn noch weitergehen? Ich kann keine Items benutzen. Ich muss nach der Aufnahme dringend mal was gucken. Soll das nachher bei Top 4 werden? Oder bei zukünftigen Arenen? Ich hab... Das Itemmenü! Was geht? Friss meine Glut! Scheiß Knofenster, fresse! Friss und stirb, dankeschön! Nein, Pokémon dürfte keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese vor allem, sie enthält Blitz. Mit Blitz kannst du die Dunkelsorte erhellen. Du kannst auch dein Wohnzimmer beleuchten. Ja. Wo wir gerade darauf versprochen, ich kann das alte Menü nicht benutzen, ne? Ich, Bra. Ja, aber ich kann Gegengift benutzen. Warte mal. Just for the lulz. Wenn ich das jetzt in Müll schmeiße, ja? Bitter wäre. Just for the lulz, okay? Ich will was wissen.
Okay, der schmeißt mich kontinuierlich auf die Sachen, die wir eigentlich haben. Trank. Da sind nämlich die Sachen, die ich eigentlich brauche. Aber ich komme noch nicht dran. Ha, warte mal. Gehe ich halt nochmal eben zurück. Zeiger. Ich hätte den Trank sowieso benutzt. Also von daher. So, jetzt habe ich noch Fluchtseil, das hätte ich auch benutzt. Nein, 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 nein! So, Fluchtseil. So, jetzt habe ich Beutel, habe ich nichts mehr, okay? Ich hoffe, beim nächsten Mal funktioniert das jetzt richtig. Sollen wir mal machen, okay? Nein! Was geht? Und sonst so? Und sonst so, alles klar? Und sonst so? Wie ist euer Abend? Meiner verläuft gerade richtig gut. Ah, ist das schön. Ich sollte das nicht tun. Okay, ich höre auf. Die Entwicklung lasse ich noch und dann... Was geht? Alter, ich... Entschuldigung, ich muss das... Ich bin Pokémon Center. Schön. Hallo? Ihr seht selbst, ich versuche das abzulegen. Ich kann nicht. Wie viel möchtest du von Fragezeichen ablegen? Wie viel möchtest du von Fragezeichen ablegen? Hä? Wenn ich jetzt aufnehme, dann habe ich dreimal Fragezeichen. Und viermal Sonderbombung. Ich hab's versucht, ihr habt's gesehen. Und sonst so. Ach. Oh, ich verzweifle. Oh nee. Und sonst, Freunde? Der schönen Sonne. Scheiße. Habitag. Level 9. Ach süß. Und sonst so. Erstmal hier. Taten wir hier. Noch vorne. Hier machen wir noch einen. Da unten erstmal. Wir sammeln wir mal richtig. Du hast überlebt! Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ich hab's versucht, auf der Box zu liegen. Das will mir nicht gelingen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist ein Fehler. Ah.
Oh, das ist doch mal behindert, ey. Schön. So, dann machen wir gleich mal den Arena-Leiter. Sollte der geil. Der ist voll schwer, hab ich gehört. Oh nee, so. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen. Dann zeig mir deine wahre Kraft. Ich habe auch meine wahre Kraft gerade gehabt. Entschuldigung. Das ist so random einfach. Was ist das, ey? Oh man. Nee, Schelle. Ich geb dir ja auch nur Schelle. Das war eine Genauigkeit gesenkt. So, und Toboga, ich möchte nicht wechseln. Ich habe selber einen Toboga. Süß! Ich hab einen Dauerburger, aber jetzt ist ein paar Level höher. Und dann krieg ich hier noch den Burn! Ach, schöne Scheiben, Kleister. So, hier, weißt du was? Smartphones kannst du verbrennen, ey. Hier noch ein bisschen Rauchwolken. So, und jetzt sterben. Dankeschön. Verflixt, mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Also gut, nimm dies. Es ist der offizielle Flügelorden der Pokémon-Liga. 900 Pokédollar. Voll nicht verdient. Na doch, ich hab mit dem Starter gekämpft. Außerdem können Pokémon dann jederzeit blitzen. Was? Ich muss gleich schleunigst an Pfeilgeber übergeben. Ich kann diesen Part nicht mehr ernst nehmen gerade. Tut mir leid. So, Professor Lind. Wir haben etwas über das Ei rausgefunden. Mein Assistent im Pokémon-Center von Viola City. Würdest du mit ihm sprechen? Kann ich machen. So, und ich würde sagen, ab hier überlasse ich den Frame Gamer und sage, bis zum nächsten Part. Euer Musch. Hau uns rein.